Noch ein paar Minuten und es wird wummern. Durch die große Konzertarena auf dem ehemaligen Expo-Gelände in Hannover. Und Sie hier sind aufgeregt. Das hat einer der Gitarristen der Scorpions in einem Zeitungsinterview frank und frei zugegeben. Vor dem großen Konzert in Ihrer Heimatstadt. Zum ersten Mal seit 13 Jahren stehen Sie ja hier wieder auf der Bühne. 51 Jahre nach Ihrem allerersten Konzert ist die legendäre Band nämlich wieder on Tour. Und wer da heute Abend auch dabei sein kann, das ist mein Kollege Jannik Wichers. Jannik, Klassikerfrage, wie ist die Stimmung? Ich würde sagen, richtig gut. Wir sehen hier im Hintergrund die Halle, die füllt sich hier merklich. 11.000 Menschen haben ein Ticket gekauft für diesen Rockabend. Die ganze Halle ist ausverkauft schon lange. Ja, und die ersten waren heute Nachmittag schon sehr, sehr zeitig da. Die Menschen haben sich angestellt an den Toren, um die besten Plätze, den Blick zu erhaschen auf ihre Idole. Die Leute, die hierher kommen, die waren richtig ausgehungert nach den Scorpions, die ja 13 Jahre, du hast es gesagt, an Hannover quasi vorbeigeschrappt sind, hier kein Konzert mehr gespielt haben. Und für viele, die heute gekommen sind, war es wirklich an der Zeit, sie heute mal wieder hier zu sehen. Jawohl, endlich mal. Das ist richtig geil. Wir freuen uns schon lange drauf. Eigentlich seit letztem Jahr schon. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesehen. Also daher ist die Aufregung nicht mehr ganz so schlimm. Aber jetzt die 4 Jahre dann ohne Konzert war schon anstrengend. Ich habe deswegen extra einen Tag freigenommen. Und wenn mich jemand sieht, hallo, ich bin hier in Hannover, grüßt euch. Ja, ansonsten, ja, mal sehen, was der Abend noch bringt. Ich hoffe, eine geilige Rock-Working-Abend mit viel Euphorie, mit viel Beifall. Und mal sehen, was noch kommt, ne? Ja, die sind aufgeregt, das merkt man ganz deutlich. Die Fans sind das eine, die Band, die ja schon hunderte, tausende Konzerte in ihrer 50-jährigen Karriere gespielt hat. Selbst die, für die ist das was Besonderes, in Hannover, in der Heimatstadt zu spielen, wo sie ja ganz lange nicht gewesen sind. Christina, wir haben gehört vom Gitarristen, der sagt, ist aufgeregt. Das gleiche gilt auch für Klaus Meine, den Frontmann, mit dem ich eben kurz in der Garderobe ein paar Worte habe wechseln können. Und selbst der sagte mir, trotz seiner ganzen Live-Erfahrung ist er doch heute in Hannover besonders aufgeregt. Ist alles ein bisschen aufregender als sonst und das versucht man ein bisschen auszublenden eigentlich und sagen, ach, ganz normale Show, ne? Ist es natürlich nicht. Und wir freuen uns sehr, dass nach so langer Zeit, pandemiebedingt, wurde es ja auch noch mal ein Jahr verschoben, dass wir jetzt hier sind und ich glaube, wir haben uns gründlich in Südamerika warm gespielt und sind jetzt ready für die niedersächsischen Rock-Believer. Genau, Klaus Meine freut sich tierisch auf Hannover, auf seine Heimat und ja, das Heimatgefühl lässt ihn immer noch etwas zittrig sein, ganz offensichtlich. Wie gesagt, die Tournee vor einigen Monaten begonnen in Südamerika, Mittelamerika, über Frankreich, jetzt nach Deutschland, heute in Hannover. Und ich habe Klaus Meine vorhin noch gefragt, wie er das eigentlich durchhält. Er wird nächste Woche 75 Jahre alt und er hat gesagt, der Rock'n'Roll, der ist ein Jungbrunnen für ihn, der hält ihn jung, die Energie auf der Bühne und das, was er von den Fans zurückbekommt. Und das dürfte heute in Hannover besonders intensiv sein. Kurz nach 21 Uhr kommt die Scorpions auf die Bühne in Hannover in der Halle nach der Vorband und dann werden sie hier die Halle rocken und wir werden sehen, was sie noch auf dem Kasten haben hier zu Hause. Tja, Jannik Wichers, wir sind ein bisschen neidisch hier im Studio, dass wir nicht dabei sein können. Dir auf jeden Fall viel Spaß.